Und Russland hat einer Analyse zufolge in den ersten 100 Tagen seines Krieges gegen die Ukraine 93 Milliarden Euro an Einnahmen aus dem Export fossiler Brennstoffe erzielt. Demnach empfielen 61% auf die EU. Dies entspricht 57 Milliarden Euro. Unter den Einzelstaaten war China mit 12,6 Milliarden Euro wichtigster Kunde, vor Deutschland mit 12,1 Milliarden Euro.